Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Hildas Farben und Förmchen. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Hildas Farben und Förmchen. Ja, in diesem Video zeige ich euch die Abläufe des Spiels und ja, endlich mal wieder ein Spiel für die Jüngsten. Ab 2 Jahre ist nämlich die Zielgruppe Haber der Verlag. Es gibt eine eigene Playliste, 2, 3, 4 Jahre. Schaut mal rein, wenn das euch interessiert und ihr sucht Spiele genau für das Alter. Da findet ihr sehr viele Spiele bzw. Videos. Wir schauen uns jetzt also das Spiel Made in Germany gemeinsam an. Und 2 Jahre, ja, da geht es erst einmal um das Kennenlernen der Elemente, um das Zuordnen der Farben, um das einfache Puzzeln. Und genau das bietet man hier bei dem Spiel. Deswegen auch immer hier dieser Druck drauf, meine ersten Spiele, um einfach das kennenzulernen und nach in ein paar Abläufe einzusteigen. Das fängt dann meistens so mit 2,5 Jahre, 3 Jahre dann an. Hängt aber immer von der Entwicklung des jeweiligen Kindes zusammen. Also das könnt ihr, denke ich, aufgrund der Informationen, die ich jetzt euch im Video liefere, genauer bzw. besser beurteilen. Weil am Anfang, ihr seht auch schon das Material, ihr seht den Puzzleplan bzw. die einzelnen Elemente und es geht am Anfang nur um das Puzzeln dieses einzelnen Spielplans, der übrigens 2 Spielplanseiten hat. Das heißt, der Schwierigkeitsgrad Faktor steigt. In der Anleitung wird es schon fast ein Tick zu ausführlich alles beschildert, dass man peu à peu den nächsten Step dann gehen kann. Aber am Anfang puzzelt ihr einfach die Elemente zusammen. Ihr seht auch hier diese weiteren Materialien, die hier auf diese Blätter platziert werden und weitere Pappelemente, die am Anfang hier aus diesem Spielplan herausgedrückt werden. Aber und bei manchen Haber-Spielen ist der Mülleimer-Symbol dann dargestellt. Das hätte ich mir jetzt auch hier an der einen oder anderen Stelle gewünscht, weil in dem Spiel sind auch Pappplättchen mit einem Wassertropfen. Die benötigt ihr für spätere Spielideen, Spielvarianten bei dem Spiel. Also denkt daran auf jeden Fall, dass ihr auf das Material dann aufpasst. Ja, ansonsten, ihr seht es ja auch hier schon, ich habe die einzelnen Elemente und es geht erst einmal um das Zuordnen, um das Kennenlernen des Spielmaterials und auch noch nicht um den Zahlenwürfel, wenn überhaupt um diesen Würfel. Natürlich immer größer gemacht für die jeweiligen Kinderhände. Das ist man gewohnt bei Kinderspielen in dem Alter 2, 3, teilweise 4 Jahre, dass die Würfel größer sind. Und es geht um das Würfeln, um das Zuordnen der einzelnen Elemente, die man dann hier reinpuzzelt, nenne ich es jetzt einfach mal, in die einzelnen Fächer. Also spielerisch ranführen das Kind an einzelne Gegebenheiten, Materialien und peu à peu die eine oder andere Regel dann ergänzen. Weil als Laufspiel hier natürlich auch mit der Figur geht es darum, die einzelnen Elemente hier einzufügen. Aber ihr habt es ja gesehen, der Spielplan bzw. die Puzzle-Elemente, ich drücke es mal runter, vielleicht kriege ich das rumgedreht, da gibt es natürlich auch noch eine Rückseite. Und ja, das hat sogar einigermaßen geklappt. Hier seht ihr auch die Rückseite und da wird es natürlich schon ein bisschen anspruchsvoller, wobei hier natürlich auch der Zahlenwürfel eine Rolle spielt. Je nach Spiel, was ihr nutzen könnt, die Anleitung liefert sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Varianten für die Eltern bzw. für das einzelne Kind, auch hier diesen Zahlenwürfel zu nehmen, natürlich mit der Spielfigur weiter zu rücken, die einzelnen Elemente anzusteuern und auch hier wieder die Farben benennen, Formen benennen und auch hier wieder das Ganze reinzupuzzeln. Mehr soll es auch nicht sein, mehr bietet das Spiel nicht und es muss es auch nicht. Großes Material, sehr robustes Material ist ja auch gerade wichtig für das jeweilige Kind, dass das alles sehr stabil ist, nicht zu dünn ist und gerade hier auch diese Elemente von der Größe, geht es natürlich auch um das, um die Größe der Materialien, der Würfeln, das passt aus meiner Sicht auf jeden Fall. Wie gesagt, die Anleitung bietet sehr viel Inhalt, also wenn man das spielt mit dem Kind, sollten sich die Eltern schon ein bisschen im Vorfeld das anschauen, dass sie reinfinden, weil das doch sehr viel Text dann teilweise dabei ist. Und auch vom Material, wenn er das auspöppelt, hebt das Material erstmal zur Seite, schmeißt es nicht weg, was ihr ausgepöppelt habt, weil für das eine oder andere Spiel benötigt ihr zumindest die Pappelemente mit dem Wassertropfen. Das als wichtiger Hinweis. Ansonsten war es das. Ich glaube, ihr wisst Bescheid, je nach Kind, ob das was für euch ist. Ansonsten schaut ihr in die Playlist rein. Da findet ihr auf jeden Fall weitere Spielideen. Und wenn euch das Spiel jetzt anspricht, schaut im Handel oder über die unten genannten Links. Da unterstützt ihr uns ja immer automatisch, aber wie gesagt, eure Entscheidung. Das war's zu Hildas Farben und Förmchen. Die Reihe geht weiter. Das ein oder andere Spiel, gerade für die Kinder ab 2, 3 Jahren, folgt auch in Zukunft. Ich sage danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.